Willkommen zum nächsten Part von The Legend of Zelda, A Link to the Past. Letztes Mal habe ich Zelda gerettet. Und dieses Mal soll ich den Dorfältesten suchen. Was ich auch machen werde. Dazu müsste ich jetzt nur noch die Karte öffnen. Dort, okay. Da werde ich diesen Ort wohl auch suchen. Pech gehabt. So, war's hier? Ich kann ja nochmal nachgucken. Nope. Ich gehe aber trotzdem mal da rein. Vielleicht gibt es da ein paar Informationen. Ja. Sei mir schon nach dem Wahrsager aus, als ich das gesehen habe. Ich sehe, du hast bestimmt ein interessantes Schicksal. Lass mich in die Zukunft sehen. Kein Interesse. Tschüss. Dazu bin ich viel zu arm. So, hier unten müsste es irgendwo sein. Jupp, genau hier. Bist du der Dorfälteste? Siehst auf jeden Fall so aus. Das war ein Kompliment. Ach, sieh da, Link. Was bist du denn von einer alten Frau wie mir? Wie, der Dorfälteste? Oh, es ist so traurig. Ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit der Zauberer begann, nach Opfern zu suchen. Was, das Masterschwert? An die Einzelheiten kann ich mich nicht mehr erinnern, aber vor langer, langer Zeit soll das Volk der Hylier in diesem Land gewohnt haben. Die Legende erzählt, die Hylianer versteckten damals hier erstaunliche Schätze. Einer davon soll das Masterschwert sein. Es wurde speziell gefertigt, um gegen böse magische Wesen anzukämpfen. Soweit ich mich erinnern kann, soll es noch heute im tiefsten Inneren des Waldes ruhen. Mehr weiß ich nicht. Ich denke, dass ich die Legende verstehe. Ich suche den Dorfältesten. Irgendjemand im Dorf muss doch wissen, wo er ist. So, ich rate jetzt einfach mal, dass ich hier hoch muss. Ich weiß es natürlich nicht zu 100%, weil das Ganze immer noch blind ist. Aber ich halte es auf jeden Fall für möglich. Tschüss. Tschüss. Und tschüss. So, jetzt lass mich bitte hier in den Wald. Wo muss ich hin? Kann ich hier zu einem... Kann ich mich hier schrumpfen lassen? Sieht nicht so aus. Hey du, was willst du hier? Das ist das Versteck unserer Diebesbande. Ohne Erlaubnis kannst du hier nicht einfach reingehen. Soll ich dir da was sagen? Ein Führungsmitglied unserer Bande soll jetzt angeblich in der Wüste leben. Das ist wahrscheinlich ein Tipp auf irgendwas. Aber leider habe ich keine Ahnung, wovon du sprichst. Lass uns hier rausgehen. Ich denke mal, es geht jetzt. Lol, das war nicht mal beabsichtigt. Ah, nice. Das nehme ich doch gerne an. Ich habe nichts mitgenommen. Oder so. Okay, ich werde mich jetzt etwas in der Stadt umsehen. Ich habe nämlich nicht das Gefühl, dass ich in den Wäldern noch was machen kann. Zumindest vorerst. Ich gehe einfach mal hier rein. Habe ich das richtig gesehen gerade? Vielleicht kann man da rein irgendwie. Ja, okay, es klappt. Bomben, das ist sehr gut.
Mit den Bomben könnte ich einige Geheimwege freisprengen, zum Beispiel. In Part 1 war ja so, als man auf dem Weg zur Kathedrale war, waren so ein paar kaputte Wände. So, was sagst du? Rahm, Wache hier, ist der gesuchte Link. Wache, kommt schnell. Nee, komm. Ich bin ganz nett. Muss ich den jetzt besiegen oder kann ich einfach gehen? Ich tue einfach so, als wäre nichts passiert. Was ist hier drin? Shop. Jetzt ist alles wieder gut. Hallihallo Link, der Doofälteste, ich glaube, es will niemand verraten. Sag es keinem Bösen weiter. Aber er versteckt sich im Palais nahe des Ostpalastes. Oh nice. Okay, dann wäre das geklärt. Der Ostpalast ist dort. Who are you, du rennst weg? Link, ich habe gehört, du sollst die Prinzessin entführt haben. Aber ich kann es einfach nicht glauben. Ja, technisch gesehen stimmt das? Ich glaube aber nicht, dass du das beurteilen solltest. Osten ist dort. Gibt es hier irgendwie noch ein Herzteil oder so? Gibt ja überall ein Herzteil. Wer bist du? Keusch Husten, mein Freund. Hast du keine Flasche, um einen Insekt aufzubewahren? Nee. Kommst du da drauf? Also ich weiß halt nicht, ob jetzt noch groß was abgeht. War ich hier schon drin? Ich glaube nicht. Ken, mein Sohn hat sehr gerne Flöte gespielt, doch das ist lange her. Er zog aus, die goldene Macht zu suchen und kam nie zurück. Er weiß schon, wo er ist und was er macht. Ist irgendeine Anspielung auf irgendwas? Hick, die hübsche Hick, ja, die habe ich gesehen. Hick, sehr hübsch, Hick, die Frau. Und am Wasserfall der Wünsche, aber den Hügeln. Meint er die Fee oder wie? Möglicherweise. Ich weiß jetzt halt nicht, ob ich hier noch Großes machen kann. Wer bist du? Grüß dich, Link. Ist nicht leicht hier reinzukommen. So sei willkommen. Endlich habe ich jemanden, der mir zuhört. Ich kenne eine interessante Geschichte. Bei der Flussquelle gibt es einen See, in dem jede Menge Zuras leben. Schwer zu finden, aber der Schatz der Zuras war wirklich, das müsste man sich mal ansehen. Nicht? Achso. Seltsamer Satzbau. Ja, komm ran weg. Tschüss. Ich wollte mal hier reingehen, oder? Genau hier. Geht hier irgendwas ab? Geh weg. Okay, funktioniert nicht. Nein, lass mich in Ruhe. Och Mann. Ich hab keinen Bock jetzt. Ich töte ihn einfach. So, tschüss. Danke. So, ich glaube hier könnte ich auch noch reingehen. Wer bist du? Oha, Link. Dieses Haus war früher das Versteck einer Liebesbande. Der Name des Anführers? Ach ja, Blind hieß er und er hasste grelles Licht über alles. Irgendwie widersprüchlich. Aber okay. Und Schieberätsel. Kranker Shit. Ich hier rein? Das geht. Das geht auch. Nice. Okay, vielleicht komme ich immer nur an zwei ran. Ah. So, nice. Oh shit. Und was gibt's hier? Gibt es einen Herzteil, also. Ist es
Also setzt sich das irgendwie zurück oder was? Ja, jetzt ist es zurückgesetzt. Aha. Aber genau. Und dann komme ich auch hier ran. Perfekt. Und jetzt geht's raus. So, mit dem habe ich auch noch nicht geredet. Flaschen, schöne Flaschen. Haben der Herr schon eine meiner Flaschen? Nein, so treten Sie näher. Mein Angebot wird Ihnen sicher gefallen. Hier hätte ich ein ganz besonderes Exemplar, nur 100 Rubine. Ich nehme es mal. Ich danke für Ihren Einkauf. Halten Sie sie ruhig hoch. Beehren Sie mich bald. Ja, wieder. Ach nee, nerv doch bitte nicht. Ist jetzt tot? Ne. Er lebt wieder. So, dann gibt es hier unten noch was, glaube ich. Wenn mich meine Internetrecherche nicht getäuscht hat. Gut. So, und was ist jetzt hier das für ein Laden? Okay, ist nur ein kleines Haus zum Looten. So, als nächstes. Wie geht's rein? Das bringt mir jetzt Verachter da unten. Eine magische Flasche. So, und dann war das hier? Yep. So. Kreischuss, tut mir leid, aber ich kann nicht aus dem Haus, weil ich krank bin. Von der Kälte des Bösen, die aus den Bergen kommt, bin ich wohl krank geworden. Hier mein Schmetterlingsnetz, ich kann es im Moment sowieso nicht gebrauchen. Nice. Das Schmetterlings hast du die. Linksnetz hast du dir geliehen, damit lässt sich so manches einfangen. So, ich glaube, das sollte alles sein, was man hier machen kann. Oder warte mal, das gehört auch noch zu Kayariko? Oh. Oh, wait. Gibt's hier einen Hinterausgang oder so? Oh, die Schmiede. Erst wenn mein Kollege wieder auftaucht, können wir den Schwert härten. Geht's hier hoch? Irgendwie muss ich ja da reinspringen können. Als ob, Junge, als ob. Okay, anscheinend kann man von da oben irgendwie kommen. Ja, ich glaube. Das war's dann für den Part. Mit Kakariko sollte ich fertig sein, ich weiß es nicht. Aber ich finde jetzt nicht mehr. Und dann bis zum nächsten Part.